Okay, es dreht sich nur der untere. Alles gut. Ist jetzt die Frage, was ist die richtige Höhe? Ist das die Höhe oder das? Das probieren wir mal. Warum geht das nicht? Ah, so läuft der Hase. Aber ich will... Ich will das hier umgekehrt haben. Hm. Ist der dann falsch rum gebaut? Gibt es bei Fahrstühlen? Nein. Was ist jetzt sein Problem? Ach, auf einmal geht's. Ich glaube, so kann man das machen. Dann brauchen wir jetzt den nächsten. So. Und weiter geht's. Band 3. Und so. Und hier the last try. Und so. So, theoretisch gesehen sollte jetzt alles funktionieren. Wir sollten hier auch Regeln schaffen. Regeln sind immer super. Okay, also der erst einmal hierhin, ist klar. Der natürlich hierhin. Und der hat seinen Spaß hier. Geht das? Boah, das geht. Sieht sogar cool irgendwie aus. Zu teuer. Ah, wir brauchen dafür noch mehr von den Platten. Okay. Aber das ist ja kein Problem. Es hat den Vorteil, dass wir dann oben schon mal das auch, wir holen das noch einmal. Ich hoffe, wir haben genug und dann können wir das hier alles anschließen und mal, ja, das sieht auch gut angeschlossen aus. Oh, wir sollten aufpassen. Krass, krass hier. Wenn man so guckt, sieht man die Höhe auch nicht. Dann kann man das gut verkraften. No power. Bitte was? Wir haben echt keinen Strom. Das ist im Übrigen ein riesiger Nachteil jetzt. Dann geht die Bahn nicht. Ja, wahrscheinlich, weil alle gleichzeitig hier produziert haben jetzt. Dafür ist das Stromnetz nicht ausgelegt aktuell. Okay, wir kommen weit rüber. Wir machen Folgendes. So, da müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Jawohl. Es war einfach zu viel des Guten. Und jetzt können wir die mich nach und nach anstellen. So. Und die letzte.
Wollen wir jetzt gucken, sollte das mit dem Strom... Nee, haut nicht hin. Es ist zu viele Verbraucher. Es sind zu viele Verbraucher, meine ich. Boah, genau an der Spitze. Naja, dann lassen wir das erstmal so laufen. Die anderen Fabriken müssen wir dann halt später anmachen. Das ist ja kein Problem. Wir wissen jetzt, woran es liegt. Und dann müssten wir hier noch so eine Verbrennungsanlage hinmachen. Wobei, wir sollten auf Nuklear warten. Wahrscheinlich ist es noch wesentlich krasser. Ah ne, ich muss ja rückwärts fahren. Ah, jetzt verbrauchen wir recht viel Strom. Aber jetzt geht's wieder. Ja, sehr cool. Also wie gesagt, wir schaffen schon recht viel Fortschritt hier. Hätte ich nicht gedacht. Drei Rohstoffe können wir hier auch abtransportieren dann. Planet sieht echt cool aus da hinten. Schiebt sich jetzt vor der Sonne gleich. Hier mal alles weggerodet, dass wir hier durchkommen. Guck mal, wie wir hier beschleunigen. Wahnsinn, ne? Aber das kriegen wir hin. Jetzt sollten wir nicht einschlagen. Ah, obwohl wir beschleunigen. Wir gucken mal. Ja, die Waggons ziehen natürlich auch gut, aber schaffen wir. Nee, nee, schaffen wir. Es macht sogar echt Spaß, mit denen zu spielen. Vielleicht sollten wir hier irgendwo einen Gang nach unten noch machen. Leider gibt es nicht solche Leitern. Das wäre noch sehr cool, wenn wir so Leitern bauen könnten. Oh, er fliegt. So, wir sollten mal gucken. So, Ali hopp. Einmal hier rüber. Ich befürchte aber, dass da noch nicht so viel sein wird. Und da kommen wir nicht hin. Schade. Können wir hier auch einmal durch den Dschungel. Das geht natürlich auch. Brauche ich nicht. Oh, das Laub fällt. Der Herbst kommt. Ja, die Bahnlinie hier ganz hin machen, macht übrigens keinen Sinn. Also falls jemand die Idee hat, ja, mach die doch mal dahin. Das ist dann ein bisschen sinnlos, nennt man das. Ah, viel haben wir nicht. Viel haben wir nicht. Ob sich das lohnt mitzunehmen? Ich bezweifle es ja. Ich glaube, wir brauchen da mehr. Ich denke, vielleicht mache ich einfach... Ich habe zwar noch eine Stunde, aber wir müssen ja nicht alles ausreizen. Dann mache ich jetzt eine kleine Pause und in der nächsten Folge, ich baue hier und da ein bisschen weiter und den Lift lasse ich hinten. Ich teste vielleicht eine Etage mal, ob da alles funktioniert, aber dass wir zumindest die anderen beiden dann noch gemeinsam fertig machen, das kriegen wir hin.
Ich denke das am besten. Ja, ich danke fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Euch einen schönen Tag. Und ja, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich wie immer riesig freuen. Und lasst doch gern auch mal einen Kommentar da. Denn ja, so könnt ihr ein bisschen Einfluss nehmen oder auch eure Meinung äußern. Was gefällt euch nicht. Ist ja auch nicht unwichtig. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Zellron. Oh, da bin ich daneben gesprungen. Das sollte cool sein, war es aber nicht. Also, ciao.